Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mich weiter auf meiner Reise durch das Periodensystem der Elemente begleiten möchtet. Heute bereits im fünften Teil. Oben seht ihr den Herrn Mendelejew, links, und auf der rechten Seite den Herrn Meyer. Beide haben ein Periodensystem der Elemente entwickelt. Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, dass die blauen Elemente links unten Metalle sind, rechts oben haben wir es hauptsächlich mit Nichtmetallen zu tun. Und im Zentrum, die, wie ich sagte, Problemzone, sind die chemischen Elemente, die man als Halbmetalle bezeichnet. Wir haben zum Abschluss des letzten Videos auch gesagt, dass uns die Halbmetalle nicht stören sollen, das Periodensystem der Elemente ganz grob in Metalle und Nichtmetalle einzuteilen. Das ist zumindest nicht falsch. Man kann die Halbmetalle auch zu den Nichtmetallen zählen. Das heißt, blau, dort befinden sich vorzugsweise die Metalle, und rot, dort haben wir es hauptsächlich mit Nichtmetallen zu tun. Soweit, so gut. Möchte ich zum Beispiel aber die Stellung eines chemischen Elements, nehmen wir Zinn, Sn, beschreiben, so würde ich sagen, also es liegt ziemlich weit unten, nicht ganz unten, so in der Mitte, aber auch nicht ganz in der Mitte. Beim Selen würde ich sagen, das liegt weiter rechts, aber so mittig, aber nicht ganz am Rand. Und beim Magnesium würde ich sagen, also das liegt... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com